Gesichtserkennung ist nur eine von vielen Anwendungen der künstlichen Intelligenz, die zunehmend unser Leben prägen. Ein Thema auf dem Eurasian Media Forum in Almaty, Kasachstan, waren Entwicklungen, die unsere Gesellschaften verändern, wie zum Beispiel die Diskussion über Hoffnungen und Ängste im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz. Hunderte von Journalisten, Forschern und Politikern treffen sich jedes Jahr in Almaty, um darüber zu diskutieren, was die Welt bewegt. Der Präsident des Astana International Financial Center nimmt regelmäßig teil. Er erwartet, dass neue Technologien in seinem Land ermöglichen, schnell zu anderen Ländern aufzuschließen. Was wir in den USA sehen, ist, dass viel Kapital ins Silicon Valley fließt und viele neue Technologien die Finanzindustrie erobern, wie Big Data oder künstliche Intelligenz. Das ist meiner Meinung nach eine große Chance für Kasachstan. Dort wurde bisher nicht groß in die Infrastruktur der Finanzindustrie investiert. Jetzt gibt es dort auch den Sprung in ein neues Zeitalter. Künstliche Intelligenz scheint eines dieser Schlagwörter zu sein, über die alle reden. Aber was meint man eigentlich genau mit künstlicher Intelligenz? Let's have a look. Vielleicht kommen einem Bilder wie diese in den Sinn, aber künstliche Intelligenz oder KI sieht in der Realität meistens so aus. Elektronische Schaltungen, Algorithmen, die ähnlich wie Neuronen im Gehirn funktionieren. Die größte Herausforderung besteht derzeit darin, diesen Algorithmen die Fähigkeit zu geben, aus Beispielen zu lernen und sich selbst zu korrigieren. Ob diese Technologie eine Renaissance der Menschheit wird, wurde in einer Gesprächsrunde diskutiert. Muthoni Wanyoke bringt Frauen in Nairobi bei, mit KI zu arbeiten. Meine größte Hoffnung in Bezug auf KI ist, dass sie uns Afrikanern im Gegensatz zu anderen Technologien die Möglichkeiten gibt, die Bedürfnisse unseres Kontinents zu erfüllen. Und wie genau soll das funktionieren? Indem wir beispielsweise unsere Daten nutzen. Schaut man sich das Gesundheitswesen an, können KI-Systeme eine qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung bieten, ohne beispielsweise viele Ärzte beschäftigen zu müssen. Im Zusammenhang mit KI sind Vorurteile ein großes Thema. Das Problem ist, dass derzeit nur 0,5% der Weltbevölkerung Algorithmen programmieren kann. Das bedeutet, dass wir einem sehr kleinen Prozentsatz der Bevölkerung anvertrauen, Systeme zu schaffen, die die Welt verwalten. Und haben Sie auch Ängste? Meine Begeisterung ist größer als meine Ängste. Aber ich habe Ängste. Wir als intelligente Menschen haben das Potenzial, sehr intelligente Maschinen zu entwickeln. Aber die Vergangenheit zeigt, dass wir viele dumme Dinge tun. Wenn keine Möglichkeiten geschaffen werden, Verantwortung für die Systeme zu übernehmen, werden wir meiner Meinung nach dumme Maschinen entwickeln, die in Zukunft viele Probleme verursachen könnten. Martin Ford ist ein Futurist. Für sein aktuelles Buch Architects of Intelligence hat er die bekanntesten Forscher und Unternehmer interviewt, die auf diesem Gebiet arbeiten. KI ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite wird sie enorme Vorteile bringen, Durchbrüche in der Wissenschaft, in der Medizin, Dinge, die unsere Gesellschaft besser machen. Aber andererseits wird KI wahrscheinlich zu einer zunehmenden Ungleichheit und Arbeitslosigkeit führen. Ziemlich wahrscheinlich zumindest bei bestimmten Arbeiten, besonders für Fließbandarbeit oder Menschen, die repetitive Arbeit leisten. Das wird zu sozialen Problemen führen. Was kann man dagegen tun? Wir werden ein Grundeinkommen brauchen, das jedem ein Mindesteinkommen bietet, damit er überleben kann. Wenn das nicht kommt, wird die Ungleichheit immer größer und es wird Menschen geben, die keine Chance mehr haben. Wir sind hier auf dem Eurasian Media Forum. Wie beurteilen Sie den Einfluss von KI auf die Medien? KI wird die Medien massiv verändern. Man sieht bereits, dass Nachrichtenartikel automatisch generiert werden. Es gibt Systeme, die einen Datenstrom analysieren und daraus dann einen neuen Artikel generieren. Und es ist überhaupt nicht ersichtlich, dass dieser Artikel von einem Algorithmus und nicht von einem Journalisten geschrieben wurde. Die Entwicklungen sind so rasant, dass nur eines sicher ist. Im nächsten Jahr werden die Debatten in Almaty wieder in einer völlig anderen Realität stattfinden.